Ein wunderschönen guten Tag zu LS22. Wir sind auf der Ehrenberg. Ihr habt gesagt, guckt euch doch oder guckt dir bitte nochmal die anderen Karten an. Ja gut, die Alpine Map, die wurde gefühlt schon 10-mal vorgestellt und die andere ist halt eine England-Karte und der hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Aber sei es drum. Das hier ist die Ehrenberg und ich habe gedacht, ich gucke sie mir mal an. Ich habe schon gesehen, hier so an der linken Seite ist ein Felsbrunnengebäude drauf. Ihr müsst keine Mods runterziehen. Slots kann ich euch leider nicht sagen, aber es wird nicht viel sein, weil ich weiß nicht, sind das festmontierte Gebäude? Nein, nein, nein und nein. Aber wenn ich hier so raufkomme, die Karte hat 3,5 Sterne bis 4 Sterne bekommen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil grundsätzlich so die Gebäude hier, das ist schon hübsch gemacht, finde ich jetzt. Also ich finde das jetzt nicht mega schlimm. Aber ist das hier eine Pferdeweide? Wir sollten vielleicht mal das Interaktionsmenü machen, dann sehen wir das auch. Also. Silo ist klar da hinten. Es ist mit Kantstein umfasst. Es ist relativ oder es ist sauber verarbeitet. Viele würden sagen, ja, ist zu clean. Na, nee. Gucken gleich mal im Baumenü. Aber es ist schön eingebunden, es ist sauber verarbeitet und das ist das Wichtigste. Ist das hier nur Deko? Man kann hier was reinpacken. Jetzt frage ich mich, was ist es? Hier ist ein Tiermenü außerhalb. Okay, er hat das nur als Deko-Gebäude genommen. Das finde ich jetzt aber nicht schlecht. Pferde. Pferde-Ranch. Ja, ein bisschen Deko. Da ist ein Silo. Umfahrbar, das reicht. Das sind Hühner, da brauche ich gar nicht gucken. Ja, da fällt's von Unterstand. Schon mal Mähdrescher und Kipper. Man fängt klein an, also muss man sich hochwertschaffen. Kleiner Teich neben den, naja, eher eine Pfütze, ne? Von der Tiefe würde ich sagen eine Pfütze. Ah, gibt's ein bisschen. Ja, aber finde ich trotzdem schön. Ja, und das Hallengebäude, ne? Das kennt ihr von der Felsrun. Er hat da. Nicht aber. Nee, ich korrigiere meine Aussage. Er hat hier noch eins rangeschoben, ein Gebäude. Die Idee, die ist gut. Ja, weil er das vordere Hallengebäude von der Felsrun genommen und hat hinten noch eins rangepackt, damit das anders aussieht. Die Idee finde ich gut. Aber er hat das mit der Halle hier, ne? Ja. Das ist also nicht das normale Felsrun, weil die hätte einfach nur eine Durchfahrt. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Equipment. 500er, kleiner Frontlader. Hier ist Werkstatt. Jo, wenn der Trigger hier vorne funktioniert, ist gut. Sonst wird es ein bisschen mit dem Mähdrescher ein bisschen tragisch, ne? Ja, wir haben noch einen Grubber, eine schöne Saatmaschine. Performance ist ultra gut. Licht geht auch an. Finde ich gut. Also mir gefällt es. Ich weiß gar nicht, was die Leute so haben. Ja, aber die Leute sind verwöhnt. Aber jetzt, wenn man jetzt ein bisschen einfacher spielen will, warum nicht? Ich guck mal ins Baumenü. Pflastersteine sind da. Steine sind da. Gehwegsteine sind da. Unterdreck, Kies, Unterdreck. Und, ja, für Berge. Bäume sind. Bereits zu viele Bäume. Das ist natürlich nicht so gut. Auch nicht für die Konsole. Aber das hat so auf sich. Ja, aber Vorteil ist, die Unterboden-Sachen passen und man kann natürlich mit diversen Mods und Grastexturen von anderen Mods noch spielen. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch ein Oberbeet. Und das finde ich aber ganz witzig gemacht. Tomaten, Salat, schönes Oberbeet. Dann noch ein Grillplatz. Es wurde sich Gedanken gemacht. Viele würden jetzt sagen, ja, ist zu einfach, ist alles zu einfach. Nee, es wurde sich trotzdem mit wenig Gedanken gemacht und finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Man muss nicht immer alles so negativ sehen. So, ich will mir das aber trotzdem von oben angucken. Da ist die Pfütze. Landschaft, hügelig, schöne Felder, nichts was irgendwie stört beim Fahren. Ich will jetzt mal kurz gucken, weil hier die Wege, die sind richtig schön gemacht, ne? Das hat er gut gemacht. Auch hier die Wege, mal schauen. Also die Straßen. Ja. Das sieht gut aus. Sehr sauber verarbeitet. Jetzt würden viele sagen, ah, mir ist das zu sauber. Ich finde es gut. Es ist eine Karte, wo du dir keine Gedanken machen musst und du kannst noch bauen, weil du keine extra Mods runterladen musst, kannst du natürlich, sag ich mal, das Bernie-Pack reinladen und machst du dir hier auf die Kante, hier zum Beispiel, baust du dir einfach von hier oben eine Einfahrt runter, machst dir einen schönen Berghof mit Sicht zum Tal oder was auch immer. Bahnstrecke ist auch hier. Einmal links die alte Strecke, wo nichts mehr ist.
Die Idee ist gut. Es ist sehr sauber verarbeitet. Viele würden sagen, ja, Originalgebäude und so. Ich finde es schön. Ich finde es gut, dass es gut verarbeitet ist. Das ist einfach, muss man einfach mal sagen. Und du kannst hier Berghöfe bauen. Ganz klar. Performance ist ultra gut. Also richtig gut. Man darf nicht vergessen, normalerweise nehme ich auf dem PC immer die Karten raus, damit keine Probleme bei der anderen Karte gibt, außer die andere Karte ist so sauber in der Datei verarbeitet, dass sie gar keine Probleme macht. Und ich habe jetzt gerade drei Karten drin und eigentlich müsste ich richtig Probleme haben, ich habe aber gar keine Probleme. Das heißt, die Karte ist performance-technisch richtig gut. Und gerade für Konsole, außerdem auf die ganzen Grünflächen hier kannst du Felder machen, wie du möchtest. Die Zwischentöne sind auch nicht zu laut. Das war gestern auf der französischen Karte ein bisschen mehr. Was haben wir hier? Das ist die Wasserwelt, ne? Von der US-Karte. Ja, aber ist doch schön eingefasst. Ich weiß echt nicht, was die Leute mal haben mit den ganzen Gejammer. Also ist das schön gemacht. Gut, hier ist, glaube ich, Landscaping, ja. Mit Absicht. Wenn jetzt einer sagt, warum mit Absicht? Überall stehen Straßen und da Landscaping. Ja, damit ihr die Felder verbinden könnt und größer machen könnt und bauen könnt, wo ihr wollt. Ihr habt den Attitude habt ihr nicht verstanden dahinter. Da oben ist unser Hof, hier ist BGA. Straßen sind wie gesagt sehr sauber. Nicht zu viel nerviger Verkehr, der ist eher da drüben, hab ich schon gesehen. BGA. So, dann sagen ja Standard, ja, aber reicht doch. Die Zufahrtsstraße hat er schön gemacht, oder? Ja. Ja, gefällt mir. Hat er richtig schön gemacht. Und man muss nicht extra noch das Pumpen Houses kaufen, ne? Sein Graffiti. Allein da oben drauf. Es wird einer sagen, die würdest du doch gar nicht spielen. Doch, 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 doch. Ich mag es gerne, wenn es sauber verarbeitet ist. Alles andere kann ich mir selber machen. Mit dem Baumenü. Ich kann mir hier Berge reinziehen. Aber die Verarbeitung ist unglaublich gut. Ich weiß nicht, warum die Leute sagen, die gefällt mir nicht. Ich gebe 3,5 Sterne. Für mich sind das definitiv 4. 5 wäre jetzt noch die Ultra-Dings, ne? So wie gestern die französische, das wären 5 Sterne, aber das ist definitiv 4 Sterne, weil es sauber verarbeitet ist. Sehr extrem sauber verarbeitet. Aber Minibrunn ist auch extrem sauber verarbeitet. Ehrengrad ist extrem sauber verarbeitet. Es gibt diverse Karten, die sind halt sehr sauber verarbeitet. Da wird einer sagen, ja, das entspricht nicht ganz der Natur. Naja, es kommt auch an, was für eine Region du bist. Ich habe schon einige Regionen in Österreich oder Tirol oder was auch immer, Kärnten und Umgebung gesehen, die sind so sauber, weil das soll halt schön aussehen für die Touristik, wenn die kommt und nicht wie so eine Mülltüte irgendwo im Benzbaracken oder so. Also ich finde das ganz schön und das hier mit der Bahn, dass die Strecke hochgeht, da hat er sich schon Gedanken bei gemacht, dass die Innenstrecke hochgeht von der Bahn, unten die Straße lang führt und dann geht oben drüber noch eine Straße. Finde ich sehr schön, oben dann der Brücke. Hier wurden sich Gedanken gemacht. Um die Höhen auszugleichen. Nicht so einfach plump da die Wiese hingeschmissen und dann einfach angerundet. Nee. Seht ihr das? Das ist fürs Auge. Wenn du hier oben mähst und unten fährt der Zug und so. Schon gesehen, auf dem Wasser da hinten fahren Schiffe. Hier ist auch nochmal ein Hof. Aha. Guck mal hier, Schweinehof. Originalgebäude verändert oder was? Nee, 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 das ist kein Originalgebäude. Guck mal hier mit Güllelager mit Tief, das heißt, wenn der Gülle drin ist, erhöht sich das. Hier ist Wellblech drauf, also nicht, dass einer denkt. Es wird einer sagen, zu sauber drin, ja, aber wenn du Stroh und alles reinmachst, ist das gut. Rote Puffbeleuchtung, auch geil. Ich bin ganz ehrlich, ich würde hier gar nicht viel ändern. Ich finde das eigentlich ziemlich schön. Ich weiß nicht warum. Also normalerweise, wenn das zu plump irgendwie normal ist, aber das ist sauber verarbeitet, Kernsteine, gut Rangierflächen. Brauchst keine Mods, Performance ist perfekt. Aber wir haben jetzt einen Pferdehof, das ist oben. Wir haben hier einen Schweinehof, also nochmal einen separaten Hof. Ich bin mal gespannt, was noch kommt, ne? So, hier haben wir den Hafen, da sind auch die Schiffe. Die fahren auch langsam vor sich hin. Auch alles sauber verarbeitet, wie sich das gehört. Er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Das ist Fakt, er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Wir gehen mal hier nochmal lang. Hier ist noch ein bisschen Deko.
Kaufstelle, Produktion. Guck mal hier, der hat hier sogar richtige Straßen reingebaut. Ja, die meisten machen nur Landscaping, vergiss das bitte nicht. Das hier ist definitiv besser. Und ihr wisst, ich bin sehr kritisch bei Kahn. Und wenn irgendwas nicht mir gefällt, dann sage ich das auch. Und ich finde, das ist top verarbeitet. Schöne Wege. Also wie gesagt, der Weg hier, da hat er sich richtig Gedanken bei drum gemacht. Da hinten fährt noch eine Yacht, sehe ich gerade. Bahnübergang. Ja, so, guckt euch das Bild an. Ihr müsst die kleinen Details auf der Karte erkennen und dass da sich Gedanken drum gemacht worden sind. Also finde ich ganz gut. Gut, da haben wir noch einen schönen Leuchtturm. Ja, einen Leuchtturm habe ich immer gesucht für unsere Nordkarten früher. Ja, andere haben sich wohl die Mühe gemacht und haben gefunden und gesucht. Den ich zusammengearbeitet habe, war das wohl nicht möglich. Schade. Ja, aber da war ja so einiges nicht möglich. So. Hier haben wir noch schöne Industrie. Umzäunt, ein bisschen abgelegen von der Stadt, damit das nicht so das Stadtbild verseucht. Auch alles eigene Gebäude sehe ich gerade, ist nicht so üblich. Haben wir dann hier eine normale Straße, Schranke, normale Straße, eine Ausfahrt. Molkerei Hugentoppler. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Gülle und Erntenlager noch. Unglaublich gut verarbeitet. Ich weiß nicht, was ihr Leute habt. Also was heißt wir? Also ich weiß ja, meine Community kann sowas wertschätzen, aber warum 3,5 Sterne? Zu clean? Ja, dann baut euch ein Buschmenü Bäume hin. Für die PC-Spieler nimmt einfach More Trees, Bäume hin, Büsche hin, Pflanzen hin, nimmt von Top Ace den Mod Pflanzen und Bäume und Büsche und dann könnt ihr hier draus eure idyllische Karte machen, weil die Verarbeitung ist besser wie die ganzen Karten, die vor kurzem gekommen sind, also von der Straßenverarbeitung her. Jetzt Illerbach und die französische jetzt von gestern müssen wir jetzt mal nicht mitrechnen. Das ist High-End-Karten. Aber alles, was davor kam, ich verstehe es nicht. Und es ist noch für Konsole. Und überall hat er die Wege gemacht. Kein Landscaping. Und guckt euch mal hier die Übergänge an. Wenn ich mal überlege, viele haben da die Optum gefeiert und diverse YouTuber haben gesagt, ja, Optum geil. Erstmal abzocke mit dem Pumpenhause-Scheiße, dann die Verarbeitung, du kannst nichts wegmachen, nichts hinbauen, die Häuser schweben und alles. Und hier perfekte Höhen und Tiefen von den Straßen gemacht, die Übergänge und alles. Das hier ist Mühe gegeben. Aber das ist immer, und sowas wird nicht erworben oder beziehungsweise beworben, ne? Das ist frech eigentlich, eigentlich frech. Da sieht man mal, wie viel Scheiße euch angedreht wird. Hauptsache ihr ladet es runter. Was haben wir denn hier Schönes? Guck mal hier. Guck mal hier, guck mal hier. Hier haben wir Kuh. Das Gebäude gab es auch als Mod separat, aber das ist ja ein Original Giants LS19 Gebäude. Und er hat das dann angepasst für den Hof. Sehr schön. Vorne ein normales Ehrengrat-Gebäude. Sicherlich mit Schlaftrigger. Dann die Pflastersteine eingebaut. Schöne Hallen. Wenn einer sagt, das ist original, das ist nicht original. Das sind keine Originalhallen. Die haben wir nicht. Der Unterstand ja, aber das da nicht. Hier haben wir nochmal einen kleinen Hühner. Könnte Latt von mir sein. Mit den Kannsteinen. Ja, da habe ich mal so ein Faible für. Hier haben wir Shop, auch nicht original. Kommt man sogar rein. Clever Motors. Da ist Feuerwehrwache, kann man sogar Feuerwehr spielen, ist offen, die Tore. Tankstelle, auch keine normale. Gut eingefasst, top verarbeitet. Kiosk. Spritz. Ne, auch nicht in den Berg reingeworfen, sondern auf einzelnen Höhen gesetzt, die Häuser. Ne, einer sagt, was heißt Berg reingeworfen? Ne, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Geienberg drauf bist und fährst durch die Stadt, da sind die Häuser teilweise im Berg drinne und schief und krumm. Wer es mag. Schönes Raiffeisengebäude. Erlenberger Mühle. Also,
Klar fehlt hier und da ein bisschen Shishi-Deko. Das kann ja jeder selber machen. Ne? Mal so nebenbei, das gibt es ja genug Tricks auch auf der Konsole. Aber die Verarbeitung ist unglaublich gut. Klar ist das sauber, aber das kann man ändern selber, wenn man will. Ne? Vorausgesagt, gesetzt man will. Ne? Wenn man natürlich gleich wieder alles verneint und verweigert, dann kann ich auch keinem mehr helfen. Aber das ist unglaublich gut verarbeitet. Es ist sauber verarbeitet. Klar würden viele sagen, das ist mir zu clean. Ja, das kann sein, aber es ist unglaublich gut verarbeitet. Es könnte, wenn man das so sieht, könnte man sagen, oh, ist von Giants selber. Ne, Giants hat ja auch so ein Faible, ne? Muss immer super clean sein. Oder? Autos fahren vernünftig, fallen nicht in den Boden rein, es ist gut verarbeitet, die Fußgänger laufen da, wo sie wollen. Ne? Bei der Ederbach laufen sie ja durch die Häuser, durch eure Werkstätten. Ja, also ich kann meiner Community, die legen ja mal Wert auf meine Aussagen, ganz klar sagen, schöne Karte, schön zu spielen. Und hier könnt sogar die Baustelle beliefern, 100%ig mit Steine. Dann habt ihr da noch ein bisschen Bauland, ja, gutes Deko für Baustelle. Ist schön angebracht, es ist sauber. Es wird 100%ig funktionieren, ohne Probleme. Ich wette auch darum, dass sie nicht viel Slots haben. Das heißt, man kann, hier, das sieht doch einfach geil aus. Ja, hier so ein Foto von. Psch. Hab jetzt die Originalbilder genommen. Vielleicht hätte er da selber mal ein bisschen Liebe investieren müssen, aber das sieht schon geil aus. Straße direkt am Fluss hier lang. Und die geht auch bis da ganz hinten durch. Auch nicht typisch. Da vorne ist nämlich Schluss. Und das Geile ist, aufgrund den Straßenanpassungen könnt ihr hier 100%ig noch überall Produktionsgebäude hinbauen. Ne, hier ist schön Fluss mit der Bild. Auch keinen nervigen Ton oder so. Ne, die Schiffe kennt ihr von der französischen Karte. Das Witzige ist, bei der französischen Karte bei Giants fahren die nicht. Cool. Hier ist nochmal ein Auffangbecken. Das kennt man, wenn Schneeschmelze ist. Echt gut gemacht. Vorausgesetzt, die Leute kennen sich aus mit Berglandschaften. Wasserkraftenergie, Zusatzenergie für Strom und Häuser. Geil. Ich meine nur, ne? Wenn man das hier so sieht und fährst, also es ist schon. Klar, die ist sehr clean, top verarbeitet, muss man sagen, ist top verarbeitet. Also für die Verarbeitung, klar, 5 Sterne. Viele würden sagen, noch ein bisschen Shishi. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich mag das gerne, wenn Karten laufen. Nicht verpixeln, nicht CE-Fehler geben oder eher solche Sachen. Und man kann hier auch mit dem Baumenü noch Berghöfe bauen. Auf dem PC ist es natürlich ein Ticken einfacher, kannst noch More Trees, dann kannst du ja bauen, was du willst. Aber selbst auf Konsi, ich muss mal kurz schauen. Ja, was haben wir denn hier noch? Hier war ich ja noch gar nicht. Verkaufspunkte. Allein die Steinmaschine. Nein, das ist nicht original. Da ist Wasserpumpen. Da drüben ist Stein. Ja, Terpentinstraße. Links, rechts, hoch. Top verlegt. Nix schwebt hier. So war ich noch nicht hier. Da ist das Restaurant. Das hier ist eine Weide. Da gucken wir gleich mal. Ja, wir können ja mal ganz kurz durchlinschen. Also so sieht die PDA aus. Auch die ist top gemacht und sauber verarbeitet, wie auch die Karte an sich. Ich bin gerade am Überlegen, wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich denn? Sehe wieder den Wald voller Bäume nicht. Da bin ich. Ich würde mal so ganz schmutzig sagen, wir packen uns mal kurz wieder unendlich Geld drauf. Oder viel. Um so kurz zu schauen, was kann man kaufen?
Das kann man kaufen und dann habt ihr Schafe direkt an der Weide am Wasser. Das ist tippitoppi. Hier ist euer Hof. Man kann alle Sachen kaufen hier, ja? Auch die Außenfelder, ja. Straßen nicht, aber ihr kommt bis an die Straße ran. Das heißt, ihr könnt auch Zugangswege bauen. Hier ist Forst. Moment mal. So, hier, nee, hier war mehr. Ist zu Ende die Karte. Ja, also es ist echt extrem schön gemacht hier, ne? Auch hier so. Was denn? Hätte ich ja doch noch mal schneller anreisen sollen, ne? Wasserbecken. Kurz aus dem Flugmodus raus. Keine Ahnung, was das Ausrufezeichen bedeuten hat. Jedenfalls Ausblick geil. Auch die Weitensicht-Einstellung extrem gut. Keine nervigen Töne. Ist eine schöne Karte. Kann man definitiv für die, die sagen, ja, ist mir zu wenig, kann man aber draus machen was. Das steht schon mal fest. Performance, alles ist Hammer. Ist richtig gut. Ja. Also die, die hier spielen, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Wenn einer sagt, willst du sie spielen? Ja, würde ich. Ist ganz klar. Weil sie top verarbeitet ist. Und wenn ich sage, ja, das hier gefällt mir nicht, gut, mache ich das Silo weg, mache ich krass hin, mache hier ein Multisilo hin. Und schon, ne? Oder irgendwie so, ihr wisst schon, was ich meine. Also hier raus könnte ich easy peasy was machen. Unglaublich gute und interessant zum Bauen von Berghöfen und haben nicht gesehen. Und wenn ihr das Tucker-Pack noch reinnehmt mit den Häusern, könnt ihr natürlich vielleicht auch mehr Häuser in die Stadt vergrößern. Könnt in diesen Stadtteil könnt ihr dann noch einen Berghof oder einen Stadthof bauen. Das ist hier halt gegeben. Ich verstehe die Bewertung nicht. Ich verstehe die Leute wieso nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ja, die gestern die Karte 5 Sterne, die hat für mich aufgrund der Verarbeitung, es wurde sich Mühe gegeben, es sind einzelne Gebäude hier drauf, die gibt es nicht. Die hat er selber gemacht und das unglaublich gut, das darf man nicht vergessen. Und ihr braucht nicht einen Mod runterladen, das ist ja sowieso mal ganz geil. Also bei mir gibt es definitiv 4 Sterne. 5 wäre jetzt noch der Oberbonus, so wie gestern die französische Karte. Oder vielleicht hier Elerberg oder Elerbach. Aber Elerbach hängt ja noch bei 4, sobald sie auf Konsole ist, ist sie bei 5 Sterne. Also, ne, aber ich sehe das wieso mal ein bisschen anders, wie vielleicht der eine oder andere. Top verarbeitet, finde ich auf jeden Fall gut. Dankeschön für den Modder. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen. Ich bin aber momentan auf der französischen Karte und da sehen wir uns nachher live. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis dahin. Nur mal so zur Info, neue Mods sind schon draußen und davon reichlich seit 10 Uhr morgens. Schöne Kipper und schöne Class-Traktoren. Vielleicht mache ich da das eine oder andere Video noch, aber hiermit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und liken, abonnieren nicht vergessen. Ich bin raus, ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.